Hallo Leute, es wurde gewünscht, dass ich ein eigenes Video über CarPlay in iOS 13 mache, deswegen zeige ich euch hier alles, was ihr über CarPlay in iOS 13 wissen müsst und was sich hier alles verändert hat. Zu CarPlay habe ich bereits mal ein Video gemacht, wo ich euch gezeigt habe, wie es aufgebaut ist, was man damit alles machen kann und wie es funktioniert, aber auch welche Voraussetzungen man dafür erfüllen muss. Das Video könnt ihr euch natürlich gerne ansehen, ihr findet es in der Videobeschreibung und ich blende es euch auch ganz kurz oben ein, aber in diesem Video werdet ihr sowieso nochmal einen kurzen allgemeinen Überblick über CarPlay bekommen mit den Möglichkeiten, die es hier gibt. Aber hauptsächlich dreht es sich hier natürlich um das Thema CarPlay unter iOS 13 und was sich hier eben alles verändert hat. Eine Sache, die mir hier gegenüber iOS 12 sofort aufgefallen ist, ist die bessere Performance. Der Unterschied ist für mich kein Vergleich zu dem, was ich von iOS 12 kenne. Die Dinge laufen mir einfach super schnell ab, sehr reaktionsschnell und so habe ich es mir eigentlich auch immer gewünscht für CarPlay. Bisher war das zwar in Ordnung, ich hatte kein großes Problem mit der Performance, aber so macht das alles natürlich noch viel mehr Spaß. Siri kann ich hier nach wie vor über die Sprachkommandotaste auf meinem Lenkrad aktivieren und ansonsten hat sich auf den ersten Blick auch gar nicht so viel verändert, zumindest scheint es so. Die Apps auf der linken Seite stehen für die zuletzt geöffneten Apps, allerdings läuft das eher nach Kategorie ab. Das heißt, ich habe immer nur eine App von einer Kategorie hier stehen. Zum Beispiel öffne ich jetzt Spotify, dann ersetzt es hier Apple Music. Öffne ich Apple Music, ersetzt es Spotify. Beides steht dann aber zum Beispiel nicht da. Oder Podcasts App könnte das genauso ersetzen. Genauso kann Google Maps Apple Maps ersetzen oder WhatsApp kann iMessage ersetzen. Das heißt, es sind zwar die zuletzt geöffneten Apps, aber eben eher nach Kategorie geordnet. Zusätzlich zum Homescreen haben wir jetzt diese Dashboard-Ansicht dazu bekommen. Da kann ich einfach auf die Seite wischen, um dorthin zu kommen oder über diesen Button links unten noch direkt dorthin wechseln. Zentral haben wir hier die Maps-App, dann rechts oben Ziele, die uns jetzt interessieren könnten, die aktuelle Wiedergabe, die wir dann steuern können und ganz unten den Kalender. Ich kann hier auch diese Apps antippen, die da stehen, also die aktuelle Wiedergabe, Kalender oder Maps und das öffnet sich dann auch direkt. Es gibt hier zwei Apps, die neu dazugekommen sind. Die eine ist mal die Einstellungen-App, das heißt, ihr könnt jetzt direkt hier über CarPlay im Auto ein paar Einstellungen vornehmen, zum Beispiel, ob ihr beim Fahren nicht stören mit CarPlay zusammen aktivieren wollt. Dann erscheint auch links so ein kleines Mondsymbol, dass ihr wisst, dass das eben aktiviert ist. Ihr könnt das Erscheinungsbild hier direkt ändern und entscheiden, ob es immer dunkel sein soll oder automatisch wechseln soll. In dem Fall ist es ja noch Tag, deswegen wechselt das hier jetzt in das helle Erscheinungsbild. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit zu entscheiden, ob Vorschläge im Dashboard angezeigt werden sollen oder nicht. Und ihr werdet sehen, wenn ich das jetzt ausschalte, dann wurde jetzt hier im Dashboard etwas entfernt. Und wer gut aufgepasst hat, dem wird auffallen, dass es die Kalender-App ist. Das bedeutet also für mich, dass hier nicht immer die Kalender-App stehen wird, sondern dass da einfach intelligent entschieden wird, was mich da gerade interessieren könnte. Und wie ihr seht, gibt es in den Einstellungen dann noch eine Option bezüglich Albumcover. Ich nutze jetzt hier schnell die Gelegenheit, dass hier eine Benachrichtigung reinkommt. Vielleicht ist manchen von euch, zumindest denen, die CarPlay bisher benutzt haben, schon aufgefallen, was sich hier verändert hat gegenüber iOS 12. Die Benachrichtigungen kommen jetzt von unten rein und nicht von oben. Ich nehme mal an, weil es vielleicht angenehmer ist, auf dem Display auf der unteren Seite drauf zu tippen, als auf der oberen Seite. Vielleicht ja einfach, weil es beim Fahren noch angenehmer sein könnte. Die zweite App, die hier neu dazugekommen ist, ist die Kalender-App. Da bekommt ihr den aktuellen Tag angezeigt mit allen Ereignissen, die jetzt noch bevorstehen. Ihr könnt auf ein Ereignis drauf tippen, bekommt dann mehr Informationen eingeblendet. Wenn ihr in einem Ereignis eine Adresse oder einen Ort hinterlegt habt, dann könnt ihr hier direkt drauf tippen und könnt eine Zielführung dorthin starten. Das ist natürlich sehr praktisch. Was ich mir hier noch definitiv gewünscht hätte, ist zusätzlich zu dieser Tagesansicht über den aktuellen Tag auch eine Wochen- und Monatsansicht zu haben, aber das wird dann hoffentlich in Zukunft mit einem Software-Update noch hinzugefügt. Erinnerungen können hier übrigens auch in Form einer Benachrichtigung erscheinen, ihr könnt dann drauf tippen und entsprechend darauf reagieren. Die Möglichkeiten sind die, die wir auch vom iPhone und der iOS 13 kennen. In der Telefon-App haben wir hier nach wie vor diese Bereiche, Favoriten, Anrufliste, Kontakte, Ziffernblock und Voicemail, so wie wir es vom iPhone kennen. Viel verändert hat sich hier nicht, aber es gibt optische Anpassungen. Das fällt auf jeden Fall auf, dass sich vom User-Interface, vom Design her hier ein bisschen was verändert hat. Ähnliches fällt auch bei Apple Music auf. Hier sehen wir auch zum Beispiel diesen Bereich ganz oben, wo uns jetzt die Covers von den Alben angezeigt werden, beim zuletzt hinzugefügten Bereich. Es fällt also immer wieder auf, dass es vor allem optische Anpassungen sind, die wir hier finden unter iOS 13. Und es gefällt mir auch ganz gut, muss ich sagen, ist, das Ganze wirkt ein bisschen aufgeräumter, ein bisschen übersichtlicher. Zuvor waren die Dinge hier einfach etwas größer und haben etwas mehr von der Bildfläche eingenommen. So wirkt das ein bisschen kompakter einfach. Aber von den Möglichkeiten her, von den Funktionen, hat sich jetzt hier nicht wirklich sehr viel verändert. Wenn gerade eine aktive Wiedergabe stattfindet, bekommt ihr rechts oben im Eck so ein Symbol angezeigt und da könnt ihr auch drauf tippen und jederzeit zur aktuellen Wiedergabe wechseln. Das geht natürlich auch nach wie vor mit dem Jetzt-Läuft-Button, den ihr da auf dem Homescreen habt. Der hat unter iOS 13 hier auch ein neues Icon bekommen.
Wir sehen jetzt hier auch, wie sich das entsprechend im Dashboard verändert hat. Es wird das Cover vom Album angezeigt, ich habe eine Play- und Pause-Taste und kann zum nächsten Lied springen. Ich kann auch hier auf das Cover drauf tippen, dann komme ich wieder zu dieser Wiedergabeseite. Dann kommen wir als nächstes zur Maps-App. Hier sind die Veränderungen schon etwas umfangreicher, finde ich. Nicht nur von der optischen Seite, sondern auch vom Aufbau. Ich kann hier irgendwo auf die Karte tippen, dann werden diese Elemente ausgeblendet und ich bekomme eben nur die Karte angezeigt. Ich habe hier nach wie vor die Möglichkeit, die Ansicht zwischen 2D und 3D zu wechseln. Ich kann über das Display wischen, um hier auf der Karte umherzuwandern und mir irgendetwas genauer anzusehen. Wenn der Touchscreen im Auto das nicht unterstützt, dass ich da so wischen kann, habe ich auch die Möglichkeit, das über diese Pfeiltasten hier zu machen. Das ist also alles nach wie vor möglich. Neu hinzugekommen ist aber jetzt dieser Bereich auf der linken Seite. Wir haben zum einen mal die Favoriten. Da bekommt ihr einfach wichtige Ziele angezeigt, die euch jetzt interessieren könnten. Also ganz einfach eure Favoriten. Da könnt ihr natürlich auch drauf tippen, um ein Ziel direkt auszuwählen. Darunter haben wir jetzt die Suche und wenn ich die auswähle, dann öffnet sich nicht mehr ein komplett eigenes Fenster, sondern mir wird diese kompakte Ansicht hier eingeblendet. Ich habe hier mal verschiedene Kategorien, verschiedene Points of Interest. Zum Beispiel kann ich jetzt hier Tankstellen auswählen und die werden mir dann hier direkt auf der Karte daneben angezeigt. Ich kann eine auswählen und bekomme dann hier gleich die Route dazu angezeigt. Es ist auch nach wie vor so, dass mir alternative Routen angezeigt werden, die ich dann durch Tippen direkt auswählen kann. Diese Dinge konnte man ja schon vorher machen, nur unter iOS 13 sehen wir, dass das jetzt einen anderen Aufbau hat, dass das ein bisschen umgestaltet wurde. Ihr könnt hier auch nach wie vor oben drauf tippen, um die Wegführung auszuschalten oder eben einzuschalten, also dass ihr dann eine aktive Zielführung habt. Und hier unten könnt ihr wieder zur Suche wechseln, um etwas Neues zu suchen. Ihr könnt die Zielführung stumm schalten oder komplett beenden. Was wir ja schon von CarPlay kannten, war die Möglichkeit, hier eine Übersicht über die Route zu bekommen. Ich kann dann irgendwo auf das Display tippen, um in dem Fall die Elemente auf der rechten Seite auszublenden, um einfach für die Karte noch ein bisschen mehr Platz zu bekommen. Und ich kann dann natürlich auch wieder zur aktuellen Zielführung zurückwechseln. Wenn ich ein Ziel eingeben möchte, dann kann ich das hier direkt über Spracheingabe machen, also über Siri. Ich habe aber auch die Möglichkeit, wenn ich Siri jetzt nicht benutzen kann oder Siri mich nicht versteht, das Ganze über diese Tastatur hier zu machen. Wir haben gesehen, dass es dann noch einen weiteren Button gab und das sind die Ziele. Da findet ihr zum einen mal Siri-Vorschläge, also intelligente Vorschläge von Siri, was euch da jetzt interessieren könnte, eure zuletzt gesuchten Dinge, die ihr dann hier direkt auswählen könnt, aber auch markierte Standorte, die ihr auf eurem iPhone, iPad oder Mac auf der Karte markiert habt. Ich starte jetzt hier mal eine aktive Zielführung. Das Ganze mache ich über Siri, über die Spracheingabe. Und wir werden uns mal ansehen, wie die Zielführung überhaupt allgemein aussieht. Das möchte ich nochmal kurz zeigen, aber ob sich jetzt hier unter iOS 13 noch etwas verändert hat. Bei der Zielführung wird der Zoom auf der Karte immer automatisch angepasst, je nach Situation. Zum Beispiel bin ich jetzt auf die Autobahn aufgefahren, deswegen bekomme ich einfach eine bessere Übersicht, mehr einen Weitblick. Wenn ich in einem Ort in irgendeiner Gasse wäre zum Beispiel, dann bekomme ich eine wesentlich detailliertere Ansicht. Manchmal wechsle es zum Beispiel auch in die Vogelperspektive. Also das passt sich hier immer wieder automatisch an. Wir sehen hier auch einen Spurassistenten, der mir eben anzeigt, welche Spur ich jetzt im Optimalfall nehmen sollte. Hat sich jetzt hinsichtlich Zielführung unter iOS 13 hier etwas verändert? Meiner Meinung nach nicht. Es wirkt sehr ähnlich wie das, was ich von iOS 12 kenne. Aber ich merke schon, dass das Ganze etwas schneller und etwas flüssiger läuft. Das scheint wohl die allgemeine Performance-Verbesserung hier zu sein. Wenn ich jetzt während einer Zielführung in diese Übersicht wechsle, dann können, wenn vorhanden, alternative Strecken angezeigt werden. Die kann ich dann direkt auswählen und dann entsprechend die Zielführung auch anpassen. Natürlich ist es auch möglich, die Karte ganz normal ohne Zielführung zu benutzen. Ich denke, das ist sowieso klar, aber ich wollte es euch nur kurz mal zeigen, wie das dann aussieht. Dann kommen wir als nächstes zur Nachrichten-App. Da fällt sofort ein Unterschied auf gegenüber iOS 12, nämlich öffnet sich nicht zuerst Siri, nachdem ich die App geöffnet habe. Ich kann jetzt hier mal auswählen, möchte ich auf einen Kontakt tippen, um ihm direkt eine Nachricht zu senden. Dann muss ich jetzt hier nur die Nachricht aussprechen, die ich senden möchte, bekomme danach diese Optionen hier. Ich muss dann nur aussprechen, welche Option ich davon wählen möchte. Wenn ich will, kann ich aber auch direkt drauf tippen. Oder ich gehe rechts oben auf diesen Button, um eine neue Nachricht zu verfassen. Dann muss ich eben sagen, an wen die Nachricht gerichtet ist und was ich dann genau sagen möchte. Wenn ich WhatsApp öffne, dann bekomme ich hier diese zwei Buttons angezeigt. Das ist mir auch neu. Bisher ist hier einfach immer nur direkt Siri erschienen und ich konnte eigentlich nur mit Siri kommunizieren, beziehungsweise Siri hat mir dann noch irgendetwas gesagt. Hier kann ich aber jetzt mal eine von diesen zwei Optionen wählen. In der Hörbücher- und Podcasts-App gibt es keine sehr großen Veränderungen, aber einfach ein paar kleine optische Anpassungen. Auch hier zum Beispiel in der Podcast-App sehen wir, dass das Ganze jetzt ähnlich wie bei Apple Music ein bisschen vom Design her angepasst wurde. Im Dashboard sehen wir auch, wie sich das jetzt entsprechend angepasst hat. Wir bekommen jetzt also hier die Wiedergabe von der Podcasts-App angezeigt und wir haben jetzt hier nicht, wie es bei Apple Music der Fall war, diesen Button, um zum nächsten Lied zu springen, sondern stattdessen diesen Button mit 30, der einfach dafür sorgt, dass wir dann um 30 Sekunden in dem Podcast nach vorne springen.
Damit sind wir auch schon am Ende dieses Videos angekommen. Ich habe euch also nochmal einen kurzen Überblick über CarPlay allgemein gegeben, aber vor allem auch gezeigt, wie das Ganze jetzt unter iOS 13 aussieht. Welche Autos CarPlay unterstützen, findet ihr in dieser Liste hier. Das ist ein Bereich auf der Apple-Website, wo euch einfach die verschiedensten Autohersteller aufgelistet werden und dann steht dabei entsprechend, welches Modell von welchem Zeitraum hier eben CarPlay unterstützt. Es hat sich allerdings gezeigt, dass auch manche Modelle CarPlay unterstützen, die nicht in dieser Liste sind. Lustigerweise dieser Ford Galaxy hier zum Beispiel. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt in die Kommentare und ich antworte euch wie immer gerne drauf. Und wenn ihr an weiteren Videos von mir dranbleiben wollt, mich aber noch nicht abonniert habt, dann klickt auf Abonnieren. Ihr könnt mir auch sehr gerne auf Facebook und Instagram folgen. Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.